Ich habe mich wohl in japanische Mangas und Animes verliebt, als ich ein Teenager war, oder so mit 10 oder 12. Ich lebte damals in New York, da gab es jede Menge japanische Buchhandlungen. Es gab damals aber keine Läden, wo man Mangas in englischer Übersetzung kaufen konnte. Ich ging also in die japanischen Läden und die Leute schauten mich schräg an. Das waren ja alles japanische Geschäftsleute und so. Aber die hatten eine ziemlich coole Manga-Abteilung. Viele Alben waren versiegelt. Ich konnte die noch nicht mal aufmachen. Aber die Covers haben mir sehr gefallen. Das war ein ganz anderer Stil. Ich bin mit amerikanischen Comics groß geworden, mit Leuten wie Arthur Adams und John Byrne. Aber auch wenn ich das gar nicht ganz verstanden habe, wie die Geschichten technisch erzählt wurden, gab es bei diesen Mangas doch etwas, was mich sehr erregt hat. Also wie die Einzelbilder gerahmt waren, die Actionseite. Völlig anders als in amerikanischen Comics. Und auch die Animes, komplett anders als Disney und andere amerikanische Trickfilme, die ich kannte. Das war nicht der traditionelle 30 Bilder pro Sekunde Ansatz. Eher kraftvolle Posen, Schnitte und so. Dadurch habe ich begonnen, über meine eigene Arbeit anders nachzudenken. Ich habe mich ertappt, wie ich versuchte, das zu imitieren. Als dann immer mehr Mangas in den USA verfügbar wurden, es gab dann Firmen wie Viz beispielsweise, die begannen, Mangas zu übersetzen, da war das toll, denn endlich konnte ich auch die Stories lesen. Ich kann gar nicht erklären, warum mich japanische Videogames so begeisterten. Es gab ja so viele wirklich tolle amerikanische Spiele. Aber die Gestaltung dieser japanischen Rollenspiele sah eben sehr nach Manga aus, nach den Mangas, die ich mir gekauft hatte. Und die amerikanischen RPGs waren doch ziemlich anders. Ich sah das so. Ich liebte diese japanische Kunst und suchte nach immer mehr davon. Die Mangas und die Animes hatte ich schon. Und dann sah ich diese japanischen Videogame-Magazine und fragte mich, wie komme ich nur an diese Videogames, um sie zu spielen? Daher kaufte ich mir eine importierte japanische PlayStation, damit ich auch die importierten Spiele kaufen konnte. Dann habe ich mich da durchgekämpft. Ich konnte ja kein Japanisch lesen. Irgendwie ging das schon, einfach nur, damit ich mehr japanische Bilderkunst sehen konnte. So einfach war das. Jetzt gibt es das natürlich überall, da muss man nicht mehr drum kämpfen. Aber damals war es eine echte Herausforderung, das Zeug überhaupt zu finden. Und Games waren eben eine weitere Quelle dafür. Another place where it was available. For me, the transition. Der Weg vom Comiczeichnen zum Entwerfen von Videogames war für mich natürlich ein Lernprozess. It's definitely a learning curve. In comics. In einem Comic muss die Figur nur aus bestimmten Blick- oder Kamerawinkeln cool aussehen. In Games sieht man die Figur von allen Seiten. Man muss an vieles denken. An die Animation, also wie die Figur sich bewegt. Selbst bei Battle Chasers. Es ist schon lustig. Ich habe ja diese Comicserie selbst gemacht und jede Figur millionenfach gezeichnet. Aber erst jetzt frage ich mich, wie klingt eigentlich Calibrettos Stimme? Darüber habe ich nie nachgedacht. Wie alt klingt Gullys Stimme, wenn wir sie hören? Wie ist das, wenn Garrison ein Schwert schultert? Ich musste viele der Zeichnungen vereinfachen, um sie in 3D zu denken. Nach ein paar Jahren weißt du es einfach. Du sagst dir, hey, diese Figur hat Flügel und einen Schwanz, das macht es sehr kompliziert in der Animation. Da vereinfachst du schon einmal ein paar Elemente. Ich habe nie Auftragsarbeit gemacht, also eine Figur gezeichnet und sie dann einem Studio überlassen. Ich hatte immer das Glück, zum Studio zu gehören. Ich habe Vigil zusammen mit ein paar anderen gegründet, ich war von Anfang an dabei. Ich sehe, wie die Figuren entwickelt werden, kann das kommentieren und sagen, nee, das funktioniert nicht. Gib noch mal her. Und dann gehe ich noch einmal mit Photoshop drüber. Ich sehe die Animation in einer sehr frühen Phase und sage, hey, das da
wieso machen wir das nicht so? Also einen Stein werfen oder so. Und da ich das jeden Tag sehe, kann ich auch sagen, stopp, das gefällt mir nicht. Versuchen wir mal was anderes. Da ist viel mehr Austausch. Wenn du draußen bist und nur eine Zeichnung schickst, sie aber danach nicht wieder siehst, ist das viel schwieriger. Ich finde, dabei zu sein und die Entwicklung zu verfolgen, hilft. Zum einen ist das Ergebnis besser und mir selbst hilft es auch, das zu verstehen, damit ich nicht die gleichen Fehler nochmal mache. Ich erkenne das Problem und bei der nächsten Figur mache ich es dann anders. Ich hoffe, ich werde immer tun können, was ich wirklich liebe. Ich hatte viel Glück. Ich liebe Comics. Ich hatte das Glück, mit meinen Lieblingsfiguren bei Marvel zu arbeiten. Ich habe meine eigenen Comics gemacht. Ich liebe schon seit langem Videogames und ich durfte in diesem Bereich auch arbeiten. Das nächste für mich dürfte dann Animation sein. Ich würde natürlich gern mal einen eigenen Film machen. Aber das scheint mir noch weit in der Zukunft zu sein. Ich kann es ja fast nicht glauben, dass ich schon jetzt an einem Trickfilm mitgearbeitet habe. Ich stehe locker in Verbindung mit Projekten wie Cannon Busters von LeSean Thomas. Und irgendwann will ich das natürlich unbedingt machen. Mir geht es gar nicht darum, das alles zusammenzubringen. Ich mochte diese Sachen einfach und bin total froh, mit allem arbeiten zu können. Und ich mache weiter und hoffe, die Leute werden es mögen.